Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 102. Tja, wir müssen weiter die Diener töten. Schnappen wir uns den da. Die Kanone schießt zwar damit auf uns, aber gut. Das schaffen wir schon. Sehr schön, sehr schön. So. Sehr gut. Den müssen wir noch. Noch drei Stück. Wenn ich jetzt ein paar Folgen abgedreht habe, dass ich dann auch dann nach Sturmwind nochmal reise. Und wie gesagt, dann gucke ich mal nach dem Heilen und nach den Skillpunkten für den gezielten Schuss, ob wir vielleicht da noch mehr rausholen können. Weil verkehrt ist es ja nicht bis jetzt. Und ich gucke dann mal wegen Skillbäumen für den Jäger, was da so der beste war. Auf 2, 3, 4. Ich meine Beastmaster. Aber ich guck nochmal. Ich weiß, Beastmaster ist mittlerweile geht so, glaube ich, ne? Ich meine, viele Skills für die Extrapunkte für die Tiere zu zähmen. Also, mittlerweile ist es ja so, dass man halt die Tiere zähmen kann, fast alle. Was also außergewöhnliche Tiere wie, ich sag mal, so ein Spektraltiger oder Spektral irgendwas. Und dafür muss man halt Beastmaster sein. Ich wohl. Es kann sein, dass es wieder anders ist, weil die haben ja das Skillsystem geändert. Ich glaube, bei WoTLK war es so, dass, wenn man Beastmaster ist, dann die letzten Punkte oder so, Bestienbeherrschung oder so hieß das, und damit konnte man halt diese außergewöhnlichen oder Elite töten, wie jetzt zum Beispiel den Elite Dinosaurier aus Krater von Unguru. Nein, so war das. So, wir verdrücken uns mal hier still und heimlich. Doch recht viel Schaden genommen haben. Halten wir so rum raus, ist am einfachsten. Dann ziehen wir nur zwei oder drei hinter uns her. Nicht fünf oder sechs oder mehr noch. Weil das ist schon krass hier rum. So, mal gucken, was es jetzt gibt. Schon 12% vom Level 61. Level 16. Ja, geht so, ne? Teufelskanone müssen wir jetzt zerstören. Danach müssen wir irgendwie da hinten, aber das mag ich nicht. Das mache ich nicht gerne. Aber ich würde sagen, wir fliegen noch nicht zurück anscheinend. Oder können wir hier? Was geht euch durch den Kopf? Nö. Das heißt, wir müssen doch noch ein paar Quests hier machen. Schwupp. Aber erstmal was essen, trinken. Gestärkt ans Werk. Ach, jetzt suchen sie wieder hier. Suchen Leute für Blutkessel. Sind wir gerade wieder am Anfang. Nö. Falls sie nachher noch suchen, gehen wir mal mit.
Falsch. So, müssen wir erstmal drei Teufelsgrund. Und theoretisch haben wir das ja schon getan. Aber Quest im Vorfeld machen, ohne die Quest zu haben, geht leider nicht. Eine coole Idee wäre es vielleicht. Aber leider, leider geht das nicht. Mein Kirschnermesser sehnt sich, sagt es mir gerade. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ja, eigentlich nichts für uns Tolles. Aber das könnten wir vielleicht verkaufen. Oh je, ich glaube unser Tierchen stirbt. Wir schaffen das, wir schaffen das. Kanone vergiftet. Droppen tun die nichts, ne? Müssen wir töten. Jawohl. So, Tier heilen, die wiederbeleben. Wir haben nicht genug Mana. Wer hätte das gedacht? So. Wie viel Mana brauchen wir denn zum Wiederbeleben? 1500, das heißt, haben wir jetzt gleich zusammen. Können wir unser Pet wieder überleben, füttern, heilen. Und dann würde ich sagen, reiten wir rum. Das macht am meisten Sinn. Jawohl, toll. Jetzt aber. Oh. Hier müssen wir die zwei killen. Da vorne ist, glaube ich, noch irgendwo eine Frau. So, reiten wir hier erstmal weg, bevor da vorne Respawn ist. So. Trinken, essen wir. Dann trinken, essen wir weiter. Ah, jetzt fragt sie mich. Neue Gruppe jetzt dabei. Sollen wir mit? Sollen wir mit? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal kurz Schluss. Ich schreibe erstmal, was fehlt noch. Was fehlt noch? Sind ja neugierig. Alles. Ich würde mitkommen. Es könnte spannend werden. Genau. So, dann bleiben wir erstmal hier drin. Gruppe, wenn es losgeht, machen wir kurz Cut. Gucken dann weiter. Explore, schieben wir das was hoch. So. Das ist ein bisschen. Oh. Da, so geht's. Das ist ein bisschen zur Seite. Schön. Wir sind hier nicht. Was anscheinend der Jäger da eben nicht wollte. So, da hinten ist die nächste Kanone. Ich wollte gerade sagen, 2 DDs. Aber ja, passt. Wir sind ja immer 3 DDs in der Instanz.
Weil zwei Heiler macht nicht so viel Sinn. Glaube ich. Also in der Instanz nicht. Sei denn, man hatte so tolle DDs, die zwei. Allerdings müsste der Tank dann wahrscheinlich grottenschlecht sein, weil er so viel Schaden reinbekommt, dass man zwei Heiler braucht. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht. Schmeißt man wahrscheinlich eher vorher den Tank raus. Unser armes Pet. Das kriegt immer auf die Nase hier. Dann haben wir hier. Wenn er immer Mungo besteht, muss ich immer an Dings denken hier. An Hinrichten vom Krieger. Stand bei mir auch immer. Zack, Hinrichten. Damals, als ich Krieger gespielt habe. Können wir noch was trinken? Sind sie wieder am Suchen hier? In HDC 2 gibt es ein tolles Trinket, habe ich gesehen. Diese komische Sanduhr. Pet-Akku. Warum lese ich denn jetzt zum ersten Mal Pet? Ach, ich weiß warum. Weil ich in der Gruppe bin. Müssen wir gleich auch das Knurren ausstellen. Sonst freut sich der Tank. Der schimpft dann. Mach doch bitte das Knurren aus, wenn er bitte sagt. Dann würde ich sagen, wenn jetzt noch mehr Leute reinkommen, wenn die Folge zu Ende ist, mache ich mit der nächsten Folge, bis wir dann losgehen. Oh, das kann man nicht plündern, da ist nichts drin. Und dann haben wir unsere erste Instanz zusammen mit dem Jäger. Das wird spannend. Ich hoffe, das dauert da nicht allzu lange. Ich glaube, es ist maximal eine Stunde, kann ich gut aufnehmen. Weil danach wird es schwierig. Also mit dem Rendern auch so und so. Aber wir brauchen noch einen Tank und zwei DDs. Von daher. So, schön. Das Ding drauf. Hat eine andere Option ausgeführt. Jetzt aber. Puh. Obwohl, geht eigentlich. Jetzt nicht so knapp, wie ich gedacht habe. Ich verlasse erstmal das Lager und bei dem Quest abgeben man holen wir unser Pet wieder. Ich hoffe, dann kann man auch endlich zurückfliegen, weil da hinten auf die Quest-Dinger habe ich gar keinen Bock. Hoffe ich jetzt mal, dass man wieder zurückfliegen kann. Auch nicht. Das Licht segnet. Ich würde sagen, trinken wir erstmal was. Dann holen wir uns nämlich gleich auch Essen und Trinken Neues. Müssen wir nämlich hier in die doofe Ecke. Obwohl, wir brauchen nur den. Oh, was ist das? So viel. Tür von geschlossen. Okay, das heißt, wir müssen den Schlüssel holen, einen bestimmten Typen töten. Hm?
Torschlüssel. Kriegshetzer, bla bla bla. Torschlüssel und Tor der Brandenburg geschlossen. Okay. Das machen wir. Nicht mal alles von uns wollen. Tja. Müsste weniger Energie Mana kosten, unser Pets wieder zu beleben. So. Gucken wir nochmal. Ich glaube, wir müssen bis ganz hinten durchlaufen, oder? Bis da war das da. Wir gucken einfach mal, was das uns so zeigt. Hier. Die scheint auch irgendwo rumzuquesten. Ah, die nimmt die Dinger ein. Karte gelesen. Auch alle schuld bin, falls wir sterben, bin ich dann schuld? Ich bin ja der Jäger. Okay, Akku ziehen kann ich schon, aber bei mir halt, ne? Das kenne ich ja. Ob ich auch als Instanzenjäger Akku ziehen kann, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass man ein bisschen warten muss, nachdem der Tank angetankt hat. Sonst gibt's böse auf die Mütze. Das kenne ich nur allzu gut. Von meinem Schamanen. Weil der kriegt so regelmäßig auf die Mütze, wenn er mal Instanzen geht. Weil ich dann oft vergesse, antanken zu lassen. Naja. Wenn ich das hier machen würde, das wäre ja dann langweilig. Kann ja jeder kommen. Immun gegen Entwaffnung. Aha. Guck mal an. Obwohl, wir machen mit 230 DPS. Von daher glaube ich nicht, dass wir großartig Akku ziehen werden. Unserem Ultra Hunter des Todes. Den müssen wir. Das ist das Höllentor. Wie müssen wir den töten? Erstmal. Ups, erstmal. Erstmal den da. Könnte es was eng werden? Hm. Ist der denn X-Hetzer? Den da müssen wir töten. So rumkommen ohne zu pullen. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist schwierig hier. Dann können wir uns langsam vorkämpfen. Nach und nach. Wenn es nicht mehr geht, können wir uns totstellen. So, sehr gut. Da warten wir auch erstmal genau. Seht ihr? Zack. Erstmal trinken.
Können wir uns nach und nach da durchwursteln. Ich weiß, hier bin ich auch oft gestorben. Oder hier wird oft gestorben, denke ich mal. Aber bis jetzt sieht es noch nicht so gut aus mit der Gruppe. Aber wir haben ja Geduld. Die Quest machen wir auf jeden Fall zu Ende, bevor ich die Folge zu Ende mache. Weil ich weiß ja nicht, wann quasi wieder in die Gruppe, also wann die Gruppe voll ist oder so. Daher warten wir erstmal. So. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ich sage mal, holen wir jetzt die zwei, den dann. Kann sein, dass wir hier wieder drei pullen. So. Stimmt kurz auf Passiv. Ah, der Plan hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Jetzt geht die ganz gut runter. So. Weg von uns. Was ist der hatte. So, das müsste eigentlich funktionieren, weil wir sind ja. Das ist gerade spannend. Kann ich nicht so viel reden. So, dann schnappen wir uns den. Spottet er natürlich nicht. Irgendwie. Wenn er das tun soll, was er nicht tut. Naja, gut. Zack. Mungbiss. Und Abdachstoß. Und tot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Wenn ich es schaffe. Ich mache erstmal passiv. Versuche ich, wenn der jetzt weggeht, zu holen. Ja, gut. Aber das hat ganz gut funktioniert. Das Tor ist das da, glaube ich. Und den Krieg, der droppt nämlich auf den Schlüssel, den wir brauchen. Dann haben wir das auch geschafft. Na gut, ich habe es mir jetzt etwas schwieriger vorgestellt irgendwie. Aber da ich dann, dass wir das recht gut hinbekommen haben. Also wie gesagt, beim letzten Mal, als ich hier war mit der Schamanin. Boah. Das habe ich geflucht, ehrlich. Ja. So. Ist noch was rausgekommen. So, probieren wir nochmal den Torschlüssel. 5 Sekunden. Jawohl, geschafft. Mit. Jetzt kommen wir schnell ab. Perfekt. Also so halb perfekt. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht dann in der Instanz, wenn es funktioniert. Und auf Wiedersehen.